1973 in der Stadt Celje, heutiges Slowenien. Örtliche Autoritäten ersuchen den österreichisch-ungarischen Kaiser um die Erlaubnis für den Bau einer Fabrik in der Nähe der Stadt. Diese Aufgabe wird Albert Brunner anvertraut, der als ein hoch angesehener Experte in diesem Bereich gilt. Brunner arbeitet die Pläne für die erste Schmelzhütte und keramische Fabrik aus und er leitet das Unternehmen sehr erfolgreich, bis zu seinem Tod. Albert Brunner wird schließlich für seine Dienste von Kaiser Franz Josef geehrt. Mit seinem Engagement und seiner Arbeit schafft er die Grundlagen und er errichtet das feste Fundament, auf dem Zinkana bis heute besteht. Die Zinkverarbeitung ist die am längsten bestehende Produktionseinheit und geht auf das Jahr 1875 zurück. Ja. 1934 erwarb Zinkana eine Chemieanlage in Hrastnik und führte in Celje die chemische Industrie ein. Ich begann Zinkana mit der Herstellung von Zinkplatten für die drucktechnische Produktion. ...1962 übernahm Zinkana die Chemieanlage bei Mosilje. Steht von Beginn an und ist verantwortlich für die Wartung und Energieversorgung aller Anlagen und Betriebsstätten. Die Produktion von Titandioxid wurde 1973 initiiert. Wurde die Abteilung Weflon gegründet, um der Forderung nach besserem Korrosionsschutz zu entsprechen. Zinkanas Reputation hängt von den Leistungen der verschiedenen Managementabteilungen ab. Mit dem neuesten Stand der Technik und mit den modernsten Arbeitsprozessen sichern wir auf diese Weise die beste Qualität für unsere Kunden. Unser Management besteht aus einem erfahrenen Team, das mit allen Betriebsstätten bestens vertraut ist und sowohl auf Veränderungen des Marktes reagieren, als auch selbst Innovationen hervorbringen kann. Zinkana befindet sich am Rande der historischen Stadt Celje, nahe der adriatischen Küste Sloweniens, einem kleinen zentraleuropäischen Land. Das Titanerz wird zunächst mit konzentrierter Schwefelsäure aufgeschlossen und wird so zu Titansulfat. In mehreren Arbeitsschritten wird es gereinigt und hydrolysiert. Das Titanoxidhydrat wird aufwendig gewaschen und anschließend in drehbaren Rohröfen zu rein weißem Titandioxid geglüht. Dieses zeigt bereits die Merkmale eines Pigments, entspricht jedoch noch nicht den Anforderungen des Marktes. Das unraffinierte Pigment wird einer Oberflächenbehandlung unterzogen, wobei den Pigmentteilchen in einem Hydratisierungsprozess eine Kombination aus Alaun, Kiesel und oder Zirkonerde zugeführt wird.
Insgesamt besteht das komplette Herstellungsverfahren dieses begehrten Produktes aus 22 wesentlichen und 18 weiteren Prozessen. Titandioxid hat die Eigenschaft, Materialien vor schädlichen Sonnenstrahlen und Wettereinflüssen zu schützen und hat darüber hinaus eine hohe Deck- und Bleichkraft. Titandioxid ist buchstäblich in jedem Aspekt modernen Lebens vorzufinden. Dieses einzigartige weiße Pigment wird üblicherweise für die Herstellung von Farben und Lacken jeglicher Art genutzt. Ebenso ist es Bestandteil von Kunststoff, Papier, Gummierung und Keramik, Schweißelektroden, Nahrungsmittelverpackungen, Arzneimitteln, Kosmetika und Zahnpasta. 95% unserer Titandioxidproduktion wird exportiert. Abgesehen vom Titandioxid führt der Herstellungsprozess zur Produktion von Abfallschwefelsäure, die teilweise recycelt wird. Restbestände werden neutralisiert. Gips ist ein weiteres Nebenprodukt, das ebenfalls auf den Markt gebracht wird. Weißer Gips wird in der Zementherstellung, in der Landwirtschaft und in der Bauindustrie genutzt. Roter Gips wird für Lärm- und Flutbarrieren verwendet, sowie in verschiedenen weiteren Füllungen. Wir denken stets an die Zukunft. Wir wissen von unserer Verantwortung für die Umwelt und deshalb investieren wir konstant in die beste Technik und die modernsten Arbeitsprozesse. Denn wir wollen unsere Umwelt und unsere einzigartige Natur schonen. Sichere und gesunde Arbeitsbedingungen und regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten für unsere Angestellten sind uns ein großes Anliegen. Im Juni 2009 wurden unsere Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien gemäß der Normen ISO 14001 und OHSAS 18001 zertifiziert. Gelegt wurde, wird heute von neuen Führungskräften, Forschern und Arbeitern weiter ausgebaut. Sie sind es, die die erfolgreiche Geschichte Zincanas weiterschreiben. Zincanas Zukunft liegt in der Entwicklung neuer Produkte, in der Nanotechnologie und in der konstanten Verbesserung des bereits vorhandenen Angebots. Unser Unternehmen steht auf einem festen Fundament, das in der Vergangenheit errichtet wurde. Mit unserer langen Erfahrung und einer großen Vielfalt an Produkten bauen wir dieses Fundament stets weiter aus, auch in Zukunft.